Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Velaya, Geschichte einer Kriegerin. Ja, oh Moment, das ist hier wieder so ein Spack mit dem Licht. Egal, komm. Kack doch drauf. Es ist sowieso gerade dunkel. Oh hey, Blitz. Mega geil. So, vielleicht können wir ja mal wieder mit dem Bodo reden. Ich muss überlegen, wo wir waren. Das ist ein bisschen her. Beziehungsweise, was wir getan haben. Ach so, ich sehe schon, wenn ich mir hier die Quests ansehe, weiß ich ja Bescheid. Auf jeden Fall, ich habe aber auch ein paar Tipps bekommen von euch. Vielen, vielen Dank. Hey, Mann. Schon mal im Voraus, ob sie stimmen oder nicht, das ist mir sowas von scheißegal. Was ist das denn? Erstmal hier. Wegen der Welt da drüben. Ja? Was gibt's Neues? Gar nichts. Ah. Die Stadt ist dicht. Die Paladine und die Miliz lassen nur noch in Ausnahmefällen Leute rein. Die Stadttore sind mit Wachen besetzt, ebenso die Mauern. Weißt du, warum das so ist? Vielleicht haben sie Angst vor euch Bauern. Im Ernst, warum kann niemand mehr in die Stadt? Ich weiß nicht, aber ich werde das noch herausfinden. Nee, die ist abgesperrt. Ich hab gedacht, das wäre von vornherein klar gewesen. Naja. Sag mal, du wolltest doch schon immer mal mehr von der Welt da draußen wissen. Was hältst du davon, auf einem anderen Hof zu arbeiten? Was soll das werden? Ein anderer Hof? Am anderen Ende der Welt? Nun, nicht direkt das andere Ende der Welt, aber ein paar Meter sind es schon. Weiß Ona davon, dass du hier seine Leute abwirbst? Ona hat gestattet, dass mich zwei seiner Arbeiter begleiten. Jemand will Sekops Hof wieder bewirtschaften. Jemand, der wenig Ahnung von der Landwirtschaft hat und auf fachmännische Hilfe angewiesen ist. Hey, das bedeutet ja, der Fachmann bestimmt, was auf dem Hof passiert. Ich könnte also endlich mal all die Ideen verwirklichen, die mir seit Jahren durch den Kopf gehen. Man könnte zum Beispiel die Aussage... Schon gut. Heißt das, du bist dabei? Hör mal, so eine Chance bekommt man nicht alle Tage. Natürlich bin ich dabei. Aber 5 Landarbeiter sollten wir schon sein für so ein Vorhaben. Dann pack deine Klamotten. Wir sehen uns bei Sekop. Okay. Mach's gut. Gut, dann machen wir das jetzt erstmal weiter. Huch, geh weg, du Pisser. Okay, gut. Die Mitnahmen haben mal wieder mehr zu sagen. Und die ohne mal wieder gar nichts. Komm, erstmal das Aufsammeln, das gehört dazu. Jetzt ist das ganz egal, das gehört dazu. So. Was, wo sind wir? Ich sehe nichts. Bin ich's oder was? Nee. Okay. Ich hab schon gedacht, hätte ich mich gleich beschweren müssen. Hey, Mann. Ah. Was hältst du davon, auf einem anderen Hof anzufangen? Sekops Hof bekommt wieder einen neuen Pächter. Ich meine, schlechter als hier kann es einem woanders auch nicht gehen. Aber du musst schon mit irgendetwas rüberkommen, um mich zu überreden. Der neue Pächter würde dich in Ruhe arbeiten lassen. Und? Kein übellauniger Ona mehr. Und? Keine großmäuligen Söldner mehr. Und? Und diese 100 Goldstücke. Ich wusste doch, dass du mich überzeugen kannst. Natürlich. Kennst du noch Leute, die es zur Feldarbeit drängt? Frag doch mal die ehemaligen Leute von Sekop. Und auf Arkids Hof, sagt man, soll es auch einen Unzufriedenen geben. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Wir sehen uns bei Sekop. Sekop. Oh nee, ich will nicht bestehlen. Genau, beklauen. Mach's gut. Ich will nicht beklauen, das ist mir zu gewagt. Dann lass ich lieber bleiben. So. Jetzt gehen wir erstmal. Ich glaube, in der Taverne waren noch ehemalige, weil. Also, irgendwann mal der. War das der Wirt? Der Orlan oder war das jemand anderes? Der hat gesagt: Ja, also, ich glaube, Leute sind jetzt hier und gehen mir auf den Sack. Keine Ahnung, auf jeden Fall gehen wir zur Taverne, beziehungsweise ich habe ein paar. Informationen bekommen bezüglich den ganzen Quests, die ich angenommen habe. Hier die ganzen Dinge hier, Konstantinos Spezialtrank, Zutaten für magisches Erz und bessere Preise, das ist alles irgendwie, das gehört auch noch dazu. Und hier irgendwie, das ist alles ein bisschen in einem verstrickt, sage ich mal. Ich will als allererstes vielleicht mal die Quest mit Sarah lösen. Dann vielleicht, weil ich habe einen Tipp bekommen, was das hier angeht mit Quacksalbereien. Ich soll mich vor der Stadt mal umschauen. Da soll es anscheinend, also hier diesen Alchemisten geben. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer es ist. Wie gesagt, so kleine Tipps sind in Ordnung. Nehme ich gerne an.
jeden Fall werden wir da auch mal nachschauen. Beziehungsweise soll es hier auch irgendwie was gegeben haben, eine Quest, die ich irgendwie verpasst habe, keine Ahnung. Ich kann mich auch nochmal umgucken. Auf jeden Fall hat jemand gesagt, dass nach dem Training eigentlich eine Quest beginnt. Ich habe irgendwie nichts davon gemerkt. Vielleicht müssen wir auch nochmal trainieren, keine Ahnung, dann erledigen wir das auch nochmal. Oh, eine Drachenwurzel, die ist hoffentlich einiges wert. Ich glaube aber schon. Wenn nicht, dann habe ich wieder verpennt, wie die Preise waren. Nicht verpennt, meine ich vergessen. So, dann suchen wir hier halt noch ein bisschen rum. Ja, Sumpfkraut am Sumpf. Hä, was macht denn das da? Verstehe ich gar nicht. Was soll denn das? Okay, hier ist niemand. Eine Heilpflanze. Immer alles einsammeln, das ist gesund. Immer im echten Leben, ne? Besucht eure Freunde und wenn die halt mal 100 Euro auf dem Tisch liegen haben, nehmt's einfach mit. Das kann ja nicht schaden. Wehe, ich muss das irgendwie in den Nachrichten hören. Ihr werdet was geklaut, dann gibt's aufs Maul. Und nicht, dass meine Zuschauer zu Verbrechern werden. Das ist ja. Ich meine ja nichts ernst. Das soll euch bewusst sein. Aber ich glaube, das ist auch für euch bewusst. Ich meine. Wie kann man mich ernst nehmen? Das geht ja gar nicht. Brauchen wir ja einen Volldachschaden. Ja, da brauchen wir keinen Dachschaden mehr. Da brauchen wir gar kein Dach mehr. Komm, schwimmen wir halt mal so raus. Da kannst du ja nicht hoch. Na toll. Ja, nee, du sollst nicht. Mann, wer hat dir beigebracht, in Steinen zu schwimmen? Geht's da nicht hoch? Das ist ja voll kacke. Vielleicht so. Ja. Oder so. Ah. Nein. Oh, du warst doch so dran. Ja, jetzt. Hör auf, da rumzuhängen, Alter. Geht's doch nicht. Jetzt da hoch. Jawohl. Geht doch. Super. Ach ja, jetzt sind wir ja Metzger. Ich bin doch kein Metzger. Doch, bist du. Du hast einen Teilzeitjob angenommen. Also halt's Maul, es geht ums Geld. Verdammt normal. Das kann nicht wahr sein. Irgendwie habe ich jetzt keine Quest gesehen am See. Vielleicht finden wir dies nochmal irgendwie, oder? Oder vielleicht habe ich es vergeigt. Steht zwei gescheiterten Missionen? Nein, gut, dann ist es mir egal, so. Und bei Arkils Hof soll es auch so ein Pisser geben, naja. Von mir aus. Ist das? Nee, das ist er nicht, oder? Pardos. Hey, du. Ah. Seekops Hof hat bald wieder einen neuen Pächter, der gute Leute braucht. Das wäre doch etwas für dich. Danke für das Angebot. Aber ich glaube, ich bleibe hier erstmal noch eine Weile sitzen und vertrinke mein Geld. Weißt du, erst bin ich von Banditen verschleppt worden und musste in einer Goldmine schuften. Dann das Gemetzel bei Benga. Irgendwann braucht man mal eine Pause, um zu vergessen. Verstehe aber ich. Du kannst mich gerne wieder ansprechen. Prost! Ja, warum nicht? Mach's gut. Der scheint ja ganz nett zu sein. Streck mir doch kein Seemannsgarn. Ah. Nee, der Garn ist Jäger, den brauchen wir nicht anzusprechen bezüglich Landarbeit. Der denkt sowieso, dass wir würden ihn verarschen in dem Fall. Nein, die sind leider zu unwichtig, verdammt. Hätte ja fast sein können. Hör mal, wo sind die? Irgendwann muss das hier so kommen. Da. Hey, wenn du was bestellen willst, dann sprich mit Orlan. Was? Nein, das ich... Hä? Auch immer gesagt. Hey, tut mir leid. Nicht jetzt. Ich habe zu tun. Seekops Hof hat bald wieder einen neuen Pächter. Es ist Fellan aus der Stadt. Er benötigt tatkräftige Hilfe und er ist nicht ganz so ein Stinkstiefel wie Seekop. Habt ihr beide Interesse? Ob wir aus dieser verräucherten Kneipe mit all den zudringlichen Grabschern und schmierigen Typen wieder auf unseren Hof zurück wollen? Da fragst du noch?
Dann verabschiedet euch schon mal von Orlan. Das ist wirklich wir sehen uns auf dem Hof. Wir sehen uns. Jetzt sagt sie nochmal, wir sehen uns, mein Gott. Hat die Alzheimer oder was ist los? Wo ging sie mal zur Stadt? Ich bin wieder so bekloppt wieder. Also doch da lang. Das kann nicht wahr sein. Ja, Wolf, musst du wieder einen trinken, ne? Gammelst du ab, natürlich, hast du auch sonst nichts zu tun. Fauler Sack. Mensch, früher hattest du noch Arbeit, Kollege. Ich wette, der kommt uns gleich an mit, wenn du Minecrawler-Platten dabei hast, kann ich dir was zeigen. Naja, dann kommt er an und will uns helfen, ja. Halt bloß die Gosch, Wolf. Aber der ist cool, Wolf ist in Ordnung. Der war ja auch auf Juran-Händler, ich sag nix. Halt, keinen Schritt weiter. Genau, kein Schritt weiter. Jetzt kommen die wieder. Wo brennt's denn diesmal, Jungs? Also, wir haben nochmal überlegt. Genau, das haben wir getan. Quatsch mir nicht alles nach, Depp. Aber diesmal habe ich dir doch gar nichts nachgequatscht. Ich habe doch gesagt... Aufhören, ich habe keine Zeit für solche Albernheiten. Passt auf, wenn ich wiederkomme und ihr seid dann noch da... Zahlt ihr 50 Goldstücke wegen aggressivem Herumlungerns? Oder ich werfe euch von der Brücke. Ist das klar? Wegen was? Schiefes Lungern? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Chef, lass uns lieber verschwinden. Mit der ist nicht gut Käse essen. Hör auf deinen Kumpel hier. Gut, wir verschwinden. Los, alles zusammenpacken. Geht klar, Chef. Mein Gott, ey. Sind die dumm. Ich höre irgendwo Goblins. Goblins! Ihr seht alles spitze. Dafür kriegt ihr aufs Maul. Aua. Genau, ich habe auch eine Quest bekommen. Die labern da oben ja immer noch. So wie du mir damals verschwiegen hast, dass wir für den Auftrag in Timos 200 Goldstücke bekommen haben. Egal. Auf jeden Fall. Das war doch was ganz anderes. Verdammt. Das war doch auf jeden Fall habe ich eine Quest gesagt bekommen. Ja, boah. Und wie lange hätten die 200? Die heißt Goblins. Also ihr habt ja bekommen, ich hab mir jemand geschrieben in der Richtung, und es wäre auch ein bisschen mit Zeitdruck. Aber da hätte ich irgendwie was vergeigt, keine Ahnung. Entweder hab ich was vergeigt oder ich sollte irgendwie eine Torwache ansprechen. Na toll. Ich habe immer gesagt, auf jeden Fall würde es da eine so gesehen zur Hauptquest führen. Danke, dass mir jemand diese Information geschrieben hat, denn ohne Hauptquest wären wir hier noch lange versauert. Weil ich bin nicht auf die Idee gekommen, einfach irgendwelche Wache anzulabern. Hey, Kollege, na, geht's so? Du machst ja nix, ne? Kannst mir mal helfen? Du Sackratte. Nee. Ich hätte nicht so eine bekloppte Wache angesprochen. Da wäre ich viel zu faul gewesen. Beziehungsweise, wenn es wirklich auf Zeitdruck ist, versuche ich jetzt erstmal die Quest hier zu lösen. Dann vielleicht mal nach Sarah zu gucken. Und wenn wir da noch genug Zeit haben, weil die soll ja größer sein, sollten wir uns aber so schnell wie nix aufmachen. Hey, du! Und dann halt mit dem Goblin zu töten, oder wie? Du machst dein Gesicht wie ein angeschossener Goblin. Was ist dir denn über den Pelz gehuscht? Lass uns erstmal abwarten. Wüsste nicht, dass dich das was angeht. Das will doch keiner wissen. Ich werde mich da nicht einmischen. Ach herrje, entschuldige. Ich wollte nur ein wenig Interesse zeigen. Ich werde dann mal meiner Wege gehen. Ja, Verzeihung. Es ist nur, dass der Bauer in letzter Zeit ständig an mir rumnörgelt. Randolph, du hast die Sensen nicht gedengelt. Randolph, du trinkst zu viel. Randolph, die anderen arbeiten aber schneller als du. Randolph hier, Randolph da. Das geht mir gehörig auf den Sack. Glaubst du wirklich? Und wie ist es? Trinkst du zu viel? Arbeitest du zu langsam? Ja, aber nur, weil er doch rumnagelt. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Verstehe. Ein Belia-Kreis. Keine Ahnung, sagst du. So ist es. Ja, genau. Warum erfahre ich das jetzt erst? Mein Name ist Velaya.
Was ist das für ein Schiff? Ja, das kommt reichlich spät. Du bist nicht von der Insel, stimmt's? Das hier ist Akil So. Und ich bin Randolph, sein bester Arbeiter. Jetzt kommt das, hä? Ja, auf einmal. Möchtest du woanders anfangen? Ich suche noch einen tüchtigen Knecht, der gute Arbeit abliefert.